In Alesia die Akademie. Gut, ein Prokonsulspalast. Den könnten wir uns jetzt theoretisch auch leisten. Aber vielleicht auch erstmal ein Forum. Forum ist gut. Genauso gut wie Schnitzel. Und in ein paar Runden ist es soweit. Wir kriegen Schnitzel. So. Leckeres Wiener Schnitzel mit, ich weiß gar nicht, was die da mal ranpumpen noch. Was mache ich hier überhaupt? Lugdunum? Ja, doch, Mauern sind gut. Da sagt mal einer, die Mauer muss weg. So, Hastati. Haben wir den Hastati hier rekrutiert? Patavium, Narbomatius, das war klar. So, in Narbo sind jetzt drei Einheiten. Gut. Imperator! Decius Julius. Ja, ich mach das mal. Und da haut er ab und das ist gut. Denn jetzt können wir einfach mal gucken. Ach Gottchen, ach Gottchen. Jawohl, neutrale Seite angreifen. Die belagern wir mal. Krieg! Genau, jetzt führen wir nämlich mit den Spaniern Krieg. Und die reagieren sofort und kommen mit ihrer mächtigen Armee, um mich zu belagern und zu besiegen. Aber nix da. So, du kleines Ding da. Das kämpfen, wollen wir das auskämpfen oder nicht? Oder Hunde hat er? Round Shield Cavalry und Skirmisher. Na gut. Ach, das mache ich mal automatisch. Klarer Sieg natürlich. Paar Leute haben wir verloren. Aber ansonsten nichts Dramatisches. Wir wollen ja auf jeden Fall so schnell wie möglich nach Oskar. Und zwar hierhin. Dann haben wir gleich eine schöne Eroberungsarmee 1, um Spanien zu erobern. Dann geht es mich hier runter. Und Eroberungsarmee 2 wird sich dann hier in Numancia formieren, bald. Und hier alles abgrasen. So, okay, wäre das geregelt. In der nächsten Runde können wir darauf hoffen, dass sich die Armeen vereinigen und die Belagerung ein Ende findet. Und der Sturmangriff beginnt. Der bösartige Sturmangriff. Und der Sturm fegt hier völlig über Europa hinweg. Der Wintersturm und der Jakinator-Sturm praktisch. Juvavum. Ach ja. Ziel meiner Hoffnungen, Ziel meiner Träume. Endlich. Endlich guten Kaffee trinken und leckeres Schnitzel essen. Schnitzel, Schnitzel. So. Ach, ich würde mal sagen, da müssen wir nicht kleckern und nicht klotzen. Nicht kleckern, sondern nur klotzen. Keine Ahnung. Rebellen. Nicht gut. Ja, who shall die? Du sollst die. So. Ich hoffe, das war erfolgreich. Jawohl, ein weiteres Merkmal. Superior Assassin. Master of Assassins. Wo ist er denn? Hallo? Ja, wo ist er denn? Nein. Irgendwas ist hier falsch verlinkt. Da ist doch Tiberius, der Killer. Der hat doch gerade gekillt hier. Jetzt möchte ich mal gucken. Ah ja. Sechs Sternchen. Und Krieg. Ja. Auch mit Dakien führen wir jetzt Krieg, einen Zwei-Fronten-Krieg. Und Hauptmann Dingsbums ist gleich mal völlig von den Socken. Jetzt wird es hier Zeit, mal Armeen nachzuführen, würde ich sagen. Richtung Juvavum erstmal. Um hier ein bisschen Unterstützung zu leisten, weil da noch diese zusätzliche Rebellenarmee rumlungert. Das kann ich jetzt nicht einfach so außer Acht lassen. Ich würde mal sagen, da schicken wir einfach mal ein paar von unseren besten Leuten hin. Als kleine Ersatzarmee. Vielleicht könnt ihr sich ja auch einfach um die Rebellen kümmern dann. Und es scheint so, als ob die Rebellen auch gerade Juvavum belagern. Wenn ich denen in den Rücken falle. Aber das werden wir gleich sehen. So, hier, Laune mies. Ach kommt. So schlimm ist es doch nun auch nicht mit dem Jakinator. Ist doch schon niedriger Steuersatz. Was wollt ihr denn überhaupt? Manometer. Dann schicken wir halt aus Trier ein paar Soldaten zurück. Oh, und da sind ja meine Roman Archers noch. 29 Stück. Die können meinetwegen auch erstmal in Trier bleiben. So, Samaro Briva scheint alles in Ordnung zu sein. Und hier hat sich schon eine gewaltige Armee zusammengeballt langsam. Ich glaube, die wollen dann auch irgendwann mal demnächst rüberkommen. Oh, da müssen wir vorbereitet sein. Und das sind wir im Moment irgendwie gar nicht. Also hier werden weiterhin schön, genau, Triaria produziert. Ach, da ist das ganze Geld hingeflossen, da von vor zwei Runden. Wo ich mich so gefragt habe, hä, wo ist das ganze Geld hin?
Das haben wir hier in die Triaria reingehauen. Okay, und jetzt können wir eigentlich, oder? Wollen wir mal? Los. So viel haben die nicht auf dem Kasten, die Typen. Und, ja, los geht's. Attack! Victory! So schnell geht das. So, das mit den Hunden ist eine schlechte Idee. Jedenfalls den einen Hund, den bauen wir zu Ende. Und danach werde ich hier auf jeden Fall Verteidigung. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung machen. So, jetzt erstmal die hier. Ein Hauptmann, eine Round Shield Cavalry. Okay, das machen wir auch automatisch. Klarer Sieg. Super. Aha. Ich glaube, hier war irgendwo noch eine Stadt. Oder so. Da ist auf jeden Fall Karthago. Da war irgendwo noch eine Stadt. Na, wir schauen mal. Und da oben war auf jeden Fall auch noch eine Stadt. Komm, müssen wir hier rumlaufen? Oder hier so lang? Ich weiß es nicht. Kann man da lang? Nee, kann man nicht. Kann man anscheinend nicht. Okay. Damit wäre das auch geregelt. Erstmal. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die Darkia uns direkt angreifen. Aus Juvavum heraus. Ob die praktisch so eine Trotzreaktion zeigen. Und was ist mit ihm los? Nee, nichts passiert. Es wird standhaft weiter belagert. Oh, und unser Gewinn schrumpft immer weiter zusammen. Und ein Pontifex Maximus haben wir jetzt. Lucius the Killer. Obwohl, der hat er überhaupt irgendwann mal was gemacht? Oh, sein Einfluss ist ein bisschen kleiner geworden. Lucius the Killer. Manometer, das sind ja Namen hier. 90%! Langsam steigt die Zufriedenheitsrate an. Ich klatsch mal hier eine Akademie hin. Eine Investition in die Zukunft. Nabomatius, da sieht alles noch gut aus. Tja, Forum. Natürlich. Numantia werde ich mal Bäder bauen. Die haben ja auch schon 6000 Einwohner. Samarobriva, da ist nichts. Aber da haben wir jetzt die Stelle. Und, tja. Weiter geht's. Tja, und diese Runde spiele ich jetzt noch zu Ende. Und das bedeutet, ihr könnt euch wahrscheinlich auf zwei interessante Schlachten freuen. Okay, fangen wir mal an. Ich möchte erstmal auf Juvavum vorstoßen. Angreifen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gegen die ganzen Rebellen kämpfen müssen. Nein, müssen wir nicht. Wir sind völlig außen vor. Und Armeestärkeverhältnis 5:2. Und jetzt darf sich unsere neue Armee gleich mal im Kampf beweisen. Leider haben wir keinen General dabei. Deswegen wird es wahrscheinlich ohne Rede ablaufen. Beziehungsweise die Rede wird relativ kurz sein. Und wenn wir dann diese Provinz erstmal haben, dann können uns die Dark hier auch erstmal egal sein. Dann müssen wir den Status quo an der Ostseite praktisch bewahren und dann halt erstmal Spanien und Britannien bezwingen. Ja, damit wir hier irgendwie weiterkommen. Oh, doch nur Rede. Ja! The Dacian Horde is worthy of respect, but not fear. Okay, bla bla bla. So, wie sieht's aus? Die Verteidigungsturm-Situation. Gut, meine Prinzeps kümmern sich aufopferungsvoll hier um die Dinger. Und da werde ich gleich mal drei losschicken, falls irgendwie doch einer kaputt gehauen wird. So. Unsere Triaria. Unsere Besten. Die gehen mal hier hin. Aber keine Angst, die kommen, werden nicht als erstes in den Kampf geschickt. Nee, nee, als erstes in den Kampf geschickt werden die Söldner. Na, die Söldner. So. Die Velites vielleicht ein bisschen dahinter. Quick Obey! Quick Obey! Lalala! Und dann... Ach, scheiß drauf. Wir werden das schon irgendwie regeln. So, okay. Eine wunderbare Schlachtaufstellung heute mal wieder mit Jaqnato dem Weisen. Und los geht's. So. Und ja. Ihr könnt mal dahin fahren. So als Backup praktisch. Muss ja auch mal sein. Die Hunde. Liebe Hunde, ihr könnt dahin gehen. Die Kavallerie hält sich noch so ein kleines bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Aber nur ein kleines bisschen. So, die Söldner, die barbarischen, die dürfen dahin. Die anderen Söldner dürfen dahin. Oder besser dahin.
Nicht, dass die gleich beschossen werden oder so. Okay, wen haben wir da? Die Velites-Einheiten. Die Velites-Einheiten wird der gute alte Yakinator mal wieder hier hinstellen. Ich glaube, das wird sowieso ein totales Gewusel. Oh ja. Oh ja, das wird ein totales Gewusel. Dann eben Manometer. Koordinationsmäßig halt heute eine... Ah, was mache ich hier? Eine absolute Katastrophe. Ach, egal. Wir gucken uns das jetzt alles gleich mal an und schauen mal. Okay. Wird hier schon irgendjemand beschossen? Von den Wachtürmen oder so? Nee. Sieht nicht so aus. Okay, und es scheint, als ob diese Herren mal den Rambock fallen lassen könnten. So, geht mal bitte dahin gleich. So, und das hier sind die Elite-Truppen. Die Eliten der Eliten. Elita geht's gar nicht. Elita-weise praktisch. Okay, sobald das Tor durchbrochen ist, jetzt werde ich einfach mal meine Hundis da reinschicken. Los geht's. Liebe Hunde, was macht ihr denn da? Ja, genau, lasst doch mal die alten Römer in Ruhe. Meine Güte. So, alle da rein. Und ja, los geht's. Praktisch. Die kriegen ja erstmal völlig die Krise. Dann. Show no mercy. Ah. The enemy walls are down. Make sure their soldiers are buried beneath the ruins. Great gods. Our soldiers have done well. So, und die Kampfhunde, die werden uns jetzt gute Dienste leisten. Die verteilen sich jetzt hier überall auf dem Schlachtfeld. Und werden hier wirklich die Gegner auch aufhalten. Ja. So sieht's aus. So, und jetzt dürfen die Söldner erstmal. Die Velites werfen ihre Speere. Wunderbar. Was ist das? Oh. So, jetzt kommt meine schwere Infanterie. Trifft auf die Gegner. Das sind auch nochmal Barbarian Mercenaries. So. Und jetzt geht's rein. Die Prinzeps kommen. Oh, und da flüchten sie schon. Beeilt euch, beeilt euch. Los geht's. Und die dürfen da mit rein. So, und die Triarier warten gespannt. Was wird passieren? Wird Yakinator der Weise schaffen? Ja, okay. Sind jetzt wirklich nur die unwichtigen Truppen, die hier so ein bisschen nerven. Was machen die denn da? Ach, die werfen auch ihre Speere. Und so langsam erhalten wir hier das Übergewicht, das sieht man. Ja, so langsam flüchten sie. Und hier eine von unseren Prinzeps-Einheiten oder Principes-Einheiten hält hier praktisch den ganzen Verkehr auf. So. Okay, hätten wir praktisch diese Seite schon fast unter Kontrolle. Da sind noch ein paar Darkier, die kämpfen. Der gegnerische General. Da bin ich mal gespannt. So. Und jetzt würde ich mal sagen, können wir die Triarier auch langsam reinschicken? Nämlich hier so als kleinen Schutzwall praktisch. Okay, das sind jetzt alles meine Prinzeps-Einheiten. Und die können sich erstmal hier hinstellen. Und zwar zackig. Ach ja, und die eine Söldnereinheit. So, die verteilen sich jetzt da auf dem Hügel. Und jetzt werde ich die Söldner mal ausschalten. Und dann dürfen die mal ohne Befehl Schießen-Modus aktivieren. Und das machen die jetzt auch. Einfach so. Pass mal auf. Also ich hoffe doch, dass sie das machen.
Und vor allen Dingen, dann sind die gleich die nervigen Sperrchen los und nachher beim Sturmangriff können wir dann ganz gemütlich einfach drauf losstürmen und die bleiben nicht immer stehen und machen irgendeinen Quatsch mit ihren Speeren. Weil wenn sie nachher keine mehr haben, ist das ja völlig in Ordnung. So, haut mal ab da. Genau. Und jetzt werden die wahrscheinlich auch noch niedergestreckt. Jawoll. Spürt die Rache des Yakinator. Da schmilzt die Einheit zusammen. So, und die Triarier stellen sich hier im Hintergrund auf. Ein beeindruckender Anblick. Oh. Ach, ach Gottchen. Was ist denn da alles? Meine Barbarenkavallerie. Die ist ja auch noch da. Gut, dann kommen wir alle her. Die ganze Kavallerieabteilung darf sich jetzt mal hier hin bewegen. Und zwar auch zackigerweise. So, wir müssen natürlich aufpassen, wenn die dann alle ihre Speere verschossen haben, dann ist es auch genug. Aber im Moment können wir die halt noch wirklich gut abwehren hier. Wir setzen uns hier praktisch im Stadtzentrum fest. Ja, aber so irgendwann müssen wir dann natürlich auch dazu übergehen. Irgendwann müssen wir auch dazu übergehen, dann anzugreifen. Aber im Moment ist es alles noch okay. Defensive Stance und dann geht das schon. So, wir können die ja mal ein kleines bisschen ärgern. Beziehungsweise wir stellen die einfach mal so als erste Verteidigungslinie hier rein. Und zwar schnell, meine Güte. Das nervt mich immer ein bisschen, dass das nicht als Automatikfunktion eingebaut ist, das mit der Schnelligkeit. Und bei der Gelegenheit, da hauen sie schon wieder ab. Bei der Gelegenheit, dürfen dann auch mal meine WDTs sich hier so ein bisschen einfinden. Und vielleicht hier so eine kleine und sich eng hinstellen natürlich. So, die letzten Speere werden jetzt wahrscheinlich abgefeuert von meinen Typen. Na, nicht ganz. Hui! Ja, ja, da werden sie freudig begrüßt. Und einer nach dem anderen bleibt liegen. Und Yakinator der Weise gewinnt hier Zentimeter für Zentimeter dazu. So, jetzt kommen meine Velites. Die mit den Wolfshüten. Und die dürfen sich jetzt... Oh, die sind ja hier schon. Ach Gottchen. Ich muss mal auf eng stellen. So rum. So wird ein Schuh draus. So, und ja, Plänkelmodus. Plänkelmodus finde ich gut. Mhm. Die sind sich auch nicht ganz sicher, was sie machen sollen. Nun gut, so viele Einheiten sind jetzt auch nicht mehr vorhanden. Die müssen sich erstmal wieder hierhin zurückziehen und dann holen sie sich wieder Mut und dann greifen sie wieder an und ja, und so weiter und so fort. Ach, und die haben ja gar keine Speere mehr. Na, das ist ja eine schlechte Idee, die zu benutzen. Die Typen. Nee, dann haut mal lieber wieder ab. Habe ich ganz vergessen. Ohne Speere? Ohne Speere sieht schlecht aus. So. Macht mal. Alle wieder zurück. Das hätte auch jemand sagen können von euch, dass ihr gar keine Speere mehr habt. Finde ich jetzt nicht so schön. Und hier wird einfach auf den Leichenbergen rumgestanden. Na gut, ich habe so befohlen. Ach, was sollen die Herren römischen Legionäre auch anderes machen, als mir zu gehorchen? Die wollen ja nachher auch ihr Stückchen Land haben. Ihr kleines Weinanbaugebiet, wo sie dann im Alter ganz friedlich drauf leben können. So, und das ist die einzige Einheit, die noch Speere hat. Die wird die jetzt werfen. Danach werden wir mal in die Gegenoffensive ein bisschen gehen. Die machen sich ja alle zum Werfen bereit. Nee. Ist wirklich nur, glaube ich... Oh, ey, nicht meine Söldner wegholzen hier. Nein! Ah. So, jetzt ist hier aber wirklich Ende Gelände. Und los geht's! Mit voller Breitseite. Die Pferde werde ich mal hier hinstellen. Und die Triarier, die dürfen mal ganz gemütlich dahin marschieren. Die müssen auch nicht rennen diesmal. Oh, ein schwerer Schlag von der gegnerischen Kavallerie. Aber ich glaube, so viel bringt das jetzt auch nicht. Weil jetzt kommen wirklich meine ganzen Truppen, meine Hastati und hast du nicht gesehen und... Prinzipes. Ne, ich glaube, es sind nur Prinzipes. Und heizen dem Gegner ein. So, zwei von diesen Einheiten werden wir mal ein bisschen auf die Flanke schieben. Mhm. Der General, ja, ist leider auch schon fast kaputt. General kaputt.
So, und jetzt müssen sich meine Triarier wirklich auch beeilen. Ansonsten kommen die hier völlig zu spät zum Kampf. Nein! Ja! Super! Der gegnerische General ist tot. Und wir greifen weiter an. Tja, wo sind jetzt die Triarier? Ah, hier. Die Triarier. Ich darf vorstellen. Ja, okay, macht mal. So, und jetzt dürft er. Die sind super ausgebildet. Die sind voll auf Zack. Die guten alten Triarier mit ihren langen, langen Speeren. Auch super gegen Kavallerie übrigens geeignet. Das müssen wir dann später nochmal in der offenen Schlacht ausprobieren. Vielleicht gegen die Spanier oder so. Oder wahrscheinlich eher gegen die Germanen. Aber die Germanen haben auch kaum Pferde. Da sind es meistens nur die Generäle. So. Das sieht ja sehr interessant aus. Aha, aha, aha. So, die Söldner dürfen auch wieder mitmischen. Manometer, die haben einiges erlebt. Die wurden auch radikal dezimiert. So, und jetzt ist das hier wirklich einfach nur noch ein krasses Gemetzel. Ohoho. Voll die Sensationsgeilheit hier in Yakinators Stimme. Das Timbre wird mordlüstern. Ja, aber auch nur hier bei Rome Total War. Ansonsten, wie gesagt, immer ganz lieb, immer ganz brav. Ja, ja. Nee, Quatsch. Und, weiter geht's. Los, Leute, macht doch mal jetzt hin. Also, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal alle überrennen. Die gesamte Armee darf sich mal 200 Meter weiter bewegen. Mal sehen, was das bringt. Augenscheinlich erstmal nicht so viel. Oh, doch jetzt. Jetzt wird's langsam, jetzt sind sie langsam eingekreist und überrannt und naja. Die Niederlage scheint sicher. Ja, Leute, stimmt. Die Niederlage ist sicher. Finde ich auch wunderbar, dass die Rebellen jetzt nicht eingegriffen haben in dem Kampf. Dass die ganz lieb und artig zur Seite getreten sind, als es darum ging, wer denn jetzt die Stadt als erstes einnehmen dürfte. So, 13. 12, 11, 10. Vielleicht bleibt er der Letzte. Jetzt können Wetten darauf abgeschlossen werden, liebes YouTube-Publikum. 3, 2. Ah, er ist wirklich einer der Letzten hier. Oh, Schlacht fortsetzen. Nicht einfach flüchten, Leute. Ist das? Oh, gewonnen. Juhu. Manometer, toll. Was ist denn jetzt los hier? Da ist ja noch einer. Ah! Und, Hilfe! Nein! Hab ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Dass das ein bisschen ungünstig ist, wenn die da stehen. Denn da werden die hier. Oh nein! Da haben wir fast die Hälfte der Leute verloren. Ach nein! Ach, immer wieder eine dumme Sache, die sein muss. Gut! Dann schrei ich mal ein bisschen rum und freue mich total. Jawohl, ein klarer Sieg. Naja, so klar war der nun leider auch nicht. Also wir hatten doch einiges an Verlusten jetzt zu beklagen. Naja gut, Belagerung halt. So, und der Katzenmensch, ach nee, das sind ja diese Wolfs-Velites-Menschen. Diese mystischen. Victory! Und Juwaven gehört uns. Jawohl. Was machen wir? Siedlung besetzen? Bevölkerung versklaven? Oder na. Eigentlich könnten wir die Bevölkerung auch ausradieren, ist eh egal, oder eher nicht. Nee, so viel Geld bringt das jetzt auch nicht. Dann setzen wir die Siedlung einfach. Reparatur. Achso, den blöden Tempel müssen wir natürlich abreißen. Ja, blöder Tempel. Los, weg da. Schade, schade, dass ich mir den nicht leisten kann im Moment. Hier zum Beispiel, da können wir ja... Ach, da nehmen wir einfach mal ein paar weg. So, jetzt können wir uns den Tempel leisten. Und zwar Jupiter. Zur Abwechslung heute mal wieder Jupiter. Okay, und Juwavum gehört uns. Wunderbar. Und das Session-Ziel ist praktisch erreicht. Tja, und ich überlege, soll ich euch jetzt hier noch eine zweite kleine Schlacht zumuten? Ach, ich glaube, wisst ihr was? Cliffhanger sind was Tolles und die lassen wir uns für nächstes Mal. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Langsam wird's ja was. Ihr seht, die Landkarte färbt sich beständig rot ein. Tiefrot, blutrot. Und
wir werden weiterhin unseren Spaß hier haben. Als nächstes sind, wie gesagt, die Spanier dran und die Briten. Ja, und dann mal gucken, ne? Aber Schnitzel, das schmeckt jetzt richtig lecker, ne? Du krasser General, du. Ach nee, das waren ja die ohne General. Er kommt zu spät zum Schnitzel. Oh. Da bleibt nur noch so ein kalter, schuhsohlenartiger Lappen übrig für ihn. Naja gut, damit muss er umgehen können. Also, bis zum nächsten Mal, sagt ihr Yakinator. Und tschüss.